Stux. Jetzt hier drüben. Yo, Perle, ich komme. Hey, gut, dich zu sehen. Ja, dich auch, ne? Ich wusste nicht, ob du es schaffst. Ich dachte nicht, dass wir es schaffen. Ey, du hast ja immer noch die Billigwaffe. Also ich hab meine schon... Naja, gegen was Geileres ausgetauscht. Herbstes war sich nicht sicher, was passiert, wenn Alma auftaucht. Hoffentlich ist das nicht so wie im Horrorfilm, wo sie deine Gedanken liest und deine tiefsten Ängste gegen dich verwendet. Aha. Das wäre übel, ist lustig. Was auch geschieht. Du solltest wissen, dass niemand hätte tun können, was du heute getan hast, Beckett. Wenn wir hier rauskommen, dann nur dank dir. Ja, ich weiß. Aber lob mich nicht, ey. Hochmut kommt vor dem Fall. Und ich habe irgendwie nicht das Bestreben, noch zu sterben. Das wär's noch, am Ende stirbt man. Bringen wir es hinter uns. Jo, Perle, du siehst ein bisschen müde aus. Weiter. Öffne die Luftschleuse. Gerne. Sehr viele Schutzmaßnahmen. Danger. High Pressure Gasline. Von wegen. Oh, so. Wenn wir drinnen sind, muss ich alles so einstellen, wie es in den Notizen von Snakefist steht. Während ich das mache, kannst du den Verstärker anschalten. Ja, gut. Immer diese Akten, die hier alle rumliegen. Kommst du rein? Noch eine Luftschleuse. Ja, wenn wir zurücklaufen, wird's nicht so einfach, ne, Perle? Und ich habe immer noch dieses Flimmern, das heißt, dass Alma hier ist. Alma. Wow. Was ist das? Okay. Cool. Aktiviere die Konsole. Das war's. Snakefist zufolge dauert es einige Minuten, bis volle Leistung da ist. Wo bist du denn? Schnall dich fest. Cool. Oh, das ist so geil. In den Stuhl setzen. Okay, und rein mit mir. Astrid? Was macht die denn hier? Was hast du denn? Wir müssen sie stoppen. Und genau das werde ich tun. Aber Beckett schafft es nicht ohne den Verstärker. Sie absorbiert ihn. Und dann schließen wir sie weg. So funktioniert das mit Alma, ich glaube mir. Was zum Teufel soll das? Warum tun sie das? Ohne Alma habe ich keinen Einfluss. Auch mit ihr nicht. Ohne Einfluss habe ich keine Zukunft. Hast du auch mit Einfluss nicht. Ich glaub's einfach nicht. Die Stadt liegt in Trümmern und sie jammern wegen ihrer Forschung. Hören Sie. Nein, Sie hören zu. Wir machen's auf Hellfords Art. Genau. Wir töten diese Drecksau. Hey. Hallo? Was suchst du? Dass es so kommen muss, tut mir leid. Nee, tut es dir sicherlich nicht. Ich bin kein schlechter Mensch. Doch, bist du. Ich habe nur keine Wahl. Wir haben immer eine Wahl. Alma, komm und töte sie bitte. Ich kann gerade nicht. Mit dem Schicksal nicht, Sergeant Beckett. Gangsters Schicksal, für dich noch was vorgesehen? Okay. Alma. Ja, da liegt Aristide. Und da ist Stokes und da ist Alma. Oh nee, diese Tentakel. Hä? Ah. Was soll das? Nein, nein, oh nein, 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 nein. Okay. Reaktivieren Sie den. Wo bin ich hier? Was ist das? Ich höre doch da so Geräusche. Hier ist die schon mit dieser Eiche und dieser. Okay. Da ist der Stuhl. Okay. Das ist die Konsole für den Verstärker und das ist... Okay. Wow! Wow! Wer bist du denn? Und Alma, hä?
Und es hat sich hier gerade mächtig verändert. Wer schießt da? Alter, bist du schnell. Reaktivieren. Wow. Er hebt mich mal eben hoch mit einer Hand. Autsch, meine Finger, Mann. Das verändert sich immer wieder. Und ich konnte jetzt sehen, das war definitiv Keegan. Und er war nicht mehr menschlich, sondern ist so eine Art Aschemensch. Wie nenne ich das? Er ist nur noch ein Phantombild von Alma gemacht. Also er ist nicht mehr er selbst. Drück mal hier drauf. Zack. Boah, der hat eine... Du kriegst sie nie. Wetten wir, ich krieg sie? Ich bin gut genug für sie. Du nicht. Ich bin der Richtige. Okay, und es hat sich hier wieder alles verändert. Ach man, Keegan. Macht es dir Spaß, um nicht menschlich mehr zu sein? Weil wenigstens hältst du nicht so viel aus, wenn du jetzt so viel Person bist. Hörst du mal auf? Keegan ist krass. Weißt du, so hätte ich ihn gerne als Verbündeten gehabt. Okay, ist wie gerade, also muss ich nicht viel Dings machen. Wenn ich ihn sehe, direkt mache ich das. Das sind extrem viele Keegans. Jetzt gehe ich direkt hin. Ah nee, ich muss drücken. Hallo? Was muss ich tun? Ach so, links! Er ist unsterblich, okay. Wow, Alma! Okay, okay, okay. Und ich sehe Punkte. In verschiedenen Farben. Ich sitze immer noch in diesem Stuhl. Okay. Wo war ich denn dann gerade, wenn ich noch hier drin sitze? Okay, da lag Stokes, aber Stokes ist weg. Und das ist Alma. Oh, hast ein paar Kilo zugelegt. Ist währenddessen was gegessen, oder was? Okay. Nicht das, was ich denke. Nein. Okay, dann habe ich das gerade verstanden. Wer es nicht bemerkt hat, Alma hat uns gerade vergewaltigt. Wie jetzt? Zu Ende? Ein sehr spannendes Ende, würde ich jetzt sagen. Das Ende lässt, das ganze Spiel lässt einen irgendwie zu denken, vor allem das Ende jetzt. Man war irgendwie in der Traumwelt von Alma oder so. Musste da gegen Keegan kämpfen, der nur noch ein Phantom war. Und man hat gesehen, als man den Verstärker reaktiviert hat, kurz, dass Alma in dieser Kugel auf einem war, also dass Alma, während wir irgendwie in ihrer Welt waren, uns vergewaltigt hat, also mich, was ich jetzt nicht weiß, ob ich das gut finde. Okay, ich stelle mir mal als Alma jemand anderen davor, dann ist das schon in Ordnung. So herbe hätte ich das jetzt nicht gedacht. Sie war schwanger. So schnell, also
Sie ist tot, schwanger. So schnell, also... Das Spiel ist etwas verwirrend. Und da sie jetzt meine Hand auf ihren Bauch gelegt hat, kann ich sicherlich sagen, dass es mein Kind ist, was es auch wird. Es wird sicherlich nicht nur menschlich sein, sondern auch so komisch wie Alma sein, denke ich. Gehe ich mal von aus, wenn die Mutter so ist und der Vater so eine Bulletin-Dings hat, dann wird der wird das Kind auch so eine übermenschliche, sag ich mal, Kreatur sein. Ja. Das Ende von 4.2 knüpft wohl direkt an 4.3 an. Was ich sicherlich auch spielen werde, denn ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Die ganze Story ist sehr packend. Vor allem der Horror. Ist ja Horror pur drin. Ist ja mehr Wert auf Horror gelegt als auf Ballerei. Nicht so wie im ersten Teil. Also war weniger Horror. Ja. Was soll ich noch dazu sagen? Geiles Spiel. Geiles Ending. Nur, was mich jetzt wundert, Aristide war nicht mehr da, Stokes war nicht mehr da. Was ist aus denen geworden? Okay, Aristide ist mir egal, nur Stokes, was ist aus der geworden? Das gibt mir auch zu denken, glaube ich. Und ich habe jetzt schon so viel gelabert, dass die Credits schon vorbei sind und es lädt. Ja. 4.2 beendet. War sehr geil. Und ich habe relativ viele Belohnungen bekommen. Nicht alle. Das ist klar. Über Bande. Ja, und zu einer Sache. Veteran. Alle Missionen auf der höchsten Spiel. Sehr lustig. Sehr lustig gemacht, Entwickler. Aber dieses Spiel ist auf jeden Fall grandios geil. Und ja. Ich würde mal sagen, 4.2 beendet. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten EP.